Hallo YouTube und willkommen zur Freitagsfolge von From Zero to Hero und das Ganze natürlich wieder live aus dem Livestream mit unserem lieben Milo. Holla. So, wir sind hier natürlich noch optimal auf dem Feld unterwegs, ernten wie die Tiere. Kann man fragen. Also, wenn man sagt Jugendweihe, ja, dann könnt ihr euch ja überlegen, was das bedeutet. Ne? Jugendweihe. Ist scheiß alt. Was? Wer hat das jetzt gesagt in deinem Chat? Ach stimmt, siehst du, ich muss mal kurz zum LU. Machen, aber ich bin auf Enter gekommen. Hallo, liebes LU. Hallo. Kurze Nachfrage bei der Frau Strafkammer. Ja, ist der Manu auch da? Bitte mal ziehen. Ja. Ey, Digga, soll ich mal ziehen? Jo. Das Durchtappen ist jetzt wieder erlaubt. Juhu. Ah, ja. Ja. Dankeschön. Ich hab mich darüber einfach freut. Ich hab nicht einmal das Fahrzeug gewechselt in den zwei Folgen, glaube ich. Ich auch nicht. Auch schlecht, gut, Milo, wenn ich gut, dann verlängern wir das richtig. Um drei Folgen. Was? Von mir aus. Oh, geil. Warte, wenn wir eh gerade hier sind, dann fahr rüber auf die, habe ich dir schon gesagt, ja. 31. Auf 31, jo. Ich muss trotzdem erst nachtanken. Schwer leer. Mach das. 31, super. Okay, also, gut, können wir jetzt wieder tappen. Jo. Ziehst du mich wieder mit dann gleich? Ja. Warte, ich schieb dich hoch. Ich muss noch kurz was regeln. Jo. Genau, weil wir ja hier gleich durch sind, ne? Können wir dann gleich auf Feld 3 umsetzen und dort wieder ernten. Das Ganze natürlich auch wieder auf Schwartablage. Feld 3, Schwartablage, ja. Genau. Gut, gut. Was ist da drauf? Ackergras, oder? Da ist Ackergras drauf, genau. Und wenn wir... Ach nee, das ist noch 3. Okay. Gut. Okay, wir können wieder tappen. Das trifft sich sehr gut. Auch weiß ich, ihr müsst hin. So. Kurze Frage. Wie viel würde es mich denn kosten, wenn ihr Ballen abfahrt? Stundenabrechnung. Das ist Stundenabrechnung, okay. Okay. Gut, dann wie gesagt, machen wir gleich im Anschluss Feld 3 und ich fahre dann auch gleich wieder mit ab. Jo. Alles klar, danke. Mäh. Wieder? Jo. So. Ganze. Wegbadalschen. Natürlich. Wieder reinmachen. So. Aber liebe Leute, an den Chat und auch an die YouTuberinos. Da wir ja heute in der Freitagsfolge sind und überhaupt. Ihr das Ganze ja noch vor 18 Uhr seht, nehme ich mal an, im besten Fall. Ja? 18 Uhr ist ja auch so eine schöne Uhrzeit. Wenn ihr über neue Mods informiert sein wollt, dann und das täglich, dann schaut gerne mal auf Modbox vorbei. Denn da gibt es immer wieder, jeden Tag, neue Mods, dann auch Mods, die man definitiv unbedingt haben sollte. Schaut da gerne mal vorbei und wer es noch nicht gemacht hat, abonniert den Kanal. Ihr findet das Ganze unten in der Videobeschreibung, den Link dazu. Und schaut einfach mal rein. Ich pack euch und Milo, bei dir wird es, denke ich mal, auch so sein. Ich weiß es gar nicht, aber ja, wenn, dann mache ich es. Genau, packen euch den Link rein zur Homepage und zu dem YouTube-Kanal. Ne? Da einfach mal vorbeischauen. Wer noch nicht abonniert hat, kann das Ganze natürlich auch sehr, sehr gern abonnieren. Ne? Denn ihr wisst ja, auch ein Däumchen ist ein Träumchen und ein Däumchen ist halt immer eine kostenlose Unterstützung und lasst auch gerne mal ein paar Kommentare da, was ihr zum Beispiel sehen wollt, wie ihr das Ganze findet in einem Drum und Dran. Ja, das ist halt wirklich, ist halt auch für uns schön, ja, kann man schon sagen. Oh. Macht halt übel Laune, wenn wir das Ganze auf der Vor-Erkurs abonniert mit Prime. Ja, Himmel, Herrgott. Vielen Dank dafür. Gibt es natürlich das Herzchen, was von Herzen kommt. Dankeschön. Vielen Dank. Dankeschön.
Hat der Tino das jetzt eigentlich in der Freitag gemacht im Stream? Nee, hat er ja dort nicht gemacht, weil es hat ja mit Philips nicht so gepasst. Nee, logischerweise. Ja, okay, passt, ja. Und deswegen macht das ja diese Woche Freitag. Also heute, liebe YouTuber Renus, heute an alle, schaut bei Tino vorbei und wer da so in einer Schritten ist da immer vorzugsweise, denn er muss es ja bei jedem Dingens machen, was da reinkommt. Nee. Und Meile, soll ich schon mal was sagen? Mhm. Ich freue mich schon irgendwie darauf, dass er das so machen muss. weil wir wissen ja, ne, er findet es ja schön, also den Spruch, ne, also das Herzchen, ne, hat er ja auch gesagt, das findet er auch cool, weil es die Kleine gemacht hat. Und aber diesen Spruch an sich, der hängt ja schön irgendwie zum Hals raus, ne? Ja. Ist gar nicht warum. Moritz, das ist eine super Idee. Das hatte ich auch vor, aber das hatte ich schon wieder vergessen. Gut, dass du mich daran erinnerst. Ja, man hat die Frau Hummeln im Hintern oder kann die Frau nicht einfach mal ruhig stehen bleiben? Alles klar, wunderbar. Wunderbar. So, gut, da haben wir das leer. Und da müssen wir mal gucken, liebe Leute. Vielleicht bringt uns das Ganze ja schon was. Wir müssen... Ja, Freitag ist immer Eskalation, definitiv. Da könnt ihr wieder richtig eskalieren beim lieben Tino. Ja, aber der ist ja noch auf dem Feld, der Ball. Und da geht's wieder scharf, liebe Leute. So, wir machen jetzt mal... erstmal abbremsen. Da, Ja. Danke fürs Durchschleißen. Ein guter LU-Mitarbeiter. Ein sehr, sehr guter LU-Mitarbeiter. So, jetzt machen wir das hier und das machen wir hier. Eine gute Nuss, eine gute Nuss. Eine gute Nuss, eine gute. Gute. Kennst du das? Ja. Das deutsche Kochstudio. Ist unglaublich. Möchten Sie das kleine Sieb? Nee, also das Regenbogenglas habe ich leider. Ich hab's hier, bitteschön. Guck mal hier, bei mir kommt drüber ins Stream, guck mal hier. Regenbogen. Hab ich leider nicht. Aber. Hast du es nicht bekommen oder hast du es nicht? Nee, ich war noch nicht wieder dort und wo ich es haben wollte, also wo wir dort waren, wo ich es haben wollte, da gab es das nicht. Und daher ist es halt. Ist halt so wie es ist. Kann man nicht ändern, aber gut. Ist halt so. Okay, wir stemmen mal hier hoch. Okay, nächste wird auf jeden Fall eine größere Maschine. Müssen wir. Ach so, Matthias, okay. Sehr gut. Mal einfach mal kicken. So, stemmen wir gleich der Marie wieder hinterher. Ne? Da geht es natürlich weiter. So. Und dann müssen wir mal schauen. Wir sind jetzt noch nicht so weit. So. Ich dachte, sie hat einen Unfall. Na, Gott sei Dank nicht. Na gut, sie wird sie auch nicht haben, weil sie ist ja hochqualifiziert. Aber dieser elende Verkehr, ne, ist schon ein bisschen... Da geht wirklich immer Dank an diejenigen raus, die gesagt haben, der Verkehr soll anbleiben. Ich habe noch oben, auf dem Hof, habe ich auf dem Feld auch noch Stroh liegen. Brenne. Ja, was machst du mit dem ganzen Stroh? Verkaufen oder was? Ja. Okay. Also sicherlich auch benutzen, aber nicht alles. Mhm. Nein. Ah, gerade so. Uleschk. Bitte. Habe ich was verpasst? Sorry, hatte gerade nicht so in den Chat hineingeschaut. Ah, wir haben ja hier auch noch, genau. Das haben wir ja. Die hat die Abfahrt verpasst. Oh, da ist ja eiskalt, ne? Wenn du Strohballen brauchst, kann ich dir 200, die 1000 Liter anbieten. Das war unglaublich. Nee. Also Stroh habe ich selber liegen. Hast du mal? Okay. Und, hat mich einfach mal interessiert, wie du das so handhabst. Ach, sag mal, lass mich los. Lukas, eine Paketstation? Nee. Warum? Warum sollte ich eine Paketstation haben? Ah ja, ein Paket, also ein Fach in der Paketstation, Packstation. Achso, wegen? Dass dir Leute was schicken können, halt nicht an deine richtige Adresse. Achso, nee, also das hab ich noch nicht. Das hab ich noch. Also ich fühle mich manchmal bei meinen Nachbarn wie eine Paketstation, ja.
Ja, ich habe einen Osterhasen als Paketlieferant, der versteckt das in meinem Hof. Der gibt es nicht ab beim Nachbarn, der versteckt es einfach. Paket hinter Blume, Paket auf Reifen. So, verschiedenste Möglichkeiten. Ja, ist auch nicht schlecht. So, wir müssen hier mal reinschauen. Jetzt, wir haben wieder diesen. Wir haben wieder diesen Global Market Bug. Hier mal hinsuppen. Das ist halt auch manchmal, wenn du da drauf bist, hier mit R, müssen wir dann noch mal hin, noch mal R, wieder raus. So, guck mal, noch mal, wunderbar, geht's. Können wir mal hier hochsippen. Ist das krass. Wo bist du gerade unterwegs? So, okay. Wo bist du gerade unterwegs? Am Hof bin ich gerade. So. Bei mir am Hof bin ich. So, okay, das passt. Wahnsinn. Müssen wir dann gleich mal was hochbringen? Weiß ich ja, wo ich klingeln muss, wenn ich mal bei dir zustelle. Nee, Moni hat gerade geschrieben. Da weiß ich ja, wo ich klingeln muss, wenn ich mal bei dir zustelle. Ja, schönen Dank auch, Moni. Nix da. So, okay. Hier müssen wir einfach mal was reinkippen. Aber ist nicht so schlimm. Das kann man ja machen. Können wir ja machen. Hier erstmal hin. So, gut. Wo ist ja dann so? Paket ist für noch. Schleppkönig. Schön wär's. Schön wär's, Schleppkönig. Wenn das hier so wäre, aber das, nee, das ist so. Das ist nicht so. Sag mal, warte mal, was kann ich denn alles neikippen? Warte mal, die sind okay. Da gucken wir mal. Also, gut, wenn wir sowieso unten beim. Weißt du, was gerade passiert ist, Axel? Nee. LKW hat mir geschrieben, hey Milo, hätte hier einen Mod für dich. Ballenpresse, leere Ballenpresse von ModHub. Ne, ModHub. Also ich habe auch erst falsch gelesen, aber ModHub. Ach so, ModHub. Ja. Aber den haben wir ja auch vorgestellt. Richtig. Ja. Den gibt's auch auf ModBox. Au. Oh. Was noch nicht getan hat, unbedingt vorbeischauen. Verstehe ich aber ehrlich gesagt nicht, weil du hast doch die Funktion, dass du bei einer Ballenpresse den Restballen auswerfen kannst. Ne. Nicht bei jeder? Ne. Ach, okay. Das ist ja auch nur ein Mod gewesen. Ach so? Ja. Na gut. Kannst ja mal bei einer normalen probieren. Bei einer normalen Ingame-Presse das Ganze probieren und. Ja, bei Quaderballen schon, oder? Ja, Quaderballen ja, aber bei Rundballen. Bei Quaderballen so. Ist ja nur. Bei Rundballen ist aber nichts dergleichen. Ach so, okay. Bei Quaderballen kannst du die Kammer hinten lernen. Das passt. Hm. So. Gut, jetzt müssen wir hier erstmal. Was sollten wir? Hier waren doch Ballen abliefern, oder? So, wir müssen mal. Bitte nicht die Strafkammer bei ihrer Arbeit. Was? Hä? Will? Da wird ja niemand behindert. Was? Na gut, ich muss dennoch mal runter, weil ich muss mal kurz was fragen. Hallo, liebes LU. Hallo. Wie war jetzt, nur mal ganz kurz informell, weil wir es nicht gerade ganz geschnitten haben, wie war jetzt die Information zu verstehen? Liebe Strafkammer? Wer behindert hier wen? Das ist Spaß, um sich zu verwirren. Okay, hat halt funktioniert. ein bisschen Spaß, war der muss Plan? Auch mal sein. Das ist richtig. Liebes LU, ich... Achtung, rückwärts. Ja, nee, du hast doch Platz. Nein, habe ich nicht. Du fährst doch keinen 40-Donner. Ja doch, eigentlich schon. Also. Hallo, nee, fahr doch dort vorne, mach doch bitte die alle Wand. Prinzessin, Schnecke, Sunshine. Ja, was? Moment, ich bin die Strafkammer, ja, also. Achso, nee, aber gerade bist du ja LU, da kann ich doch Prinzessin sagen. Okay, ja, gut, ich lasse es. Das Schweigen hat schon alles erklärt. Ist gut, hab's verstanden. Liebe Strafkammer. Die Strafkammer fährt gerade, die arbeitet. Liebes LU-Vorsitzender, also lieber LU-Vorsitzender. Hm. Ich würde gern was bezahlen. Ja. Weil wir haben ja das gepachtete Feld leer und da würde ich gerne mal 4,5 überweisen. Das gepachtete Feld, Feld 23 war das, oder? Ja, genau. Moment.
Eine gut. Feld 23. Genau, Feld 23. Das macht dann einmal bitte. Yeah. Ja. 9.500 Euro. 9.500, okay, wegen dem Arbeiter noch mit, logischerweise. Gut, 9.500 ist überwiesen. Wunderbar. Hab ich denn noch einen Arbeiter frei, liebes LU? Ja. Könnte der Arbeiter denn eventuell, warte mal, müssen wir gleich mal gucken, ob das passt. Das ist so, palim palim, kleinen Moment. Und zwar, könnte denn der Arbeiter alle sich bei mir im befindlichen Besitz die Grasfelder vornehmen und mähen? Ja, können wir machen. Okay, das Ganze dann auch gleich auf Schwad legen, wenn wir. Alles, was Gras ist. Alles, was Gras ist, bitte auf Schwad mähen, genau. Entschuldigung, dann ganz kurz. 22 weitermachen, bitte. Jawohl. Sorry. Und dann mal ganz kurz, wie besteht bei euch die Möglichkeit von Mischfutter zu machen? Also macht ihr Mischfutter? Yeah. Und wenn ja, was würde das kosten? Ja. Okay, ich lasse euch da mal Bedenkzeit, wa? Dann ja. Ist ja besser, ja. Okay, gut, wunderbar. Wie gesagt, war nur eine Frage. Wenn das möglich ist, dann einfach mal Bescheid geben. Und dann komme ich nochmal runter. Jo. Alles klar. Servus, Freezy. Hi. Hi. Gudi. Hi. Ich mach den Spätsche. So. Auf der Couch. Lukas, ja. Mach's gut. Gutes Nächtle und schön, dass du da warst. So, gute Nacht, Axel. Jo, Freezy, schlaf schön. So. Grüße, geht jetzt schon ins Bettchen. Auch schon spät heute. Ach, morgen zum Montag. Wieder raus, ne? Meine YouTuber-Renus, ihr seht das Ganze zum Freitag, ne? Aber wir nehmen das Ganze ja Sonntag. Wisst ihr ja, im Stream auf. Und ja, Montag früh klingelt der Wecker immer sehr zeitig. Die Nadine hat ja vor uns geschrieben, ich glaube, vielleicht ist die Nadine noch da, vielleicht auch nicht, denn sie muss ja morgen früh, glaube ich, was hat sie geschrieben, um 3 auch schon raus. Und es ist natürlich auch eine Zeit, ne, da. Aber ich muss eine Stunde später raus. So, jetzt ist die Dame voll, ne, jetzt ist die Frau voll. Und ja. Hast du was betrunkener Mitarbeiter bei der Arbeit? Nee, aber sie ist halt. Ich bleib einfach mal stehen. Nimm mir einfach. So gut, wir lassen sie mal machen. Wir bleiben mal stehen. Wir lassen sie das Ganze einfach mal machen. 1.45 Uhr klingelt der Wecker. Macht Spaß. Was? Lyrex, bist du mit dem LKW unterwegs oder warum, wieso, weshalb? Oder Bäcker. Oder Bäcker, das kann natürlich auch sein. Die Nadine ist schön im Bettchen. Ja, das ist verständlich. Ne? Wenn du so zeitig raus muss, ist natürlich. Das ist natürlich sehr, sehr spät. Und die Sarah ist auch mit da, habe ich gesehen. Sehr schön. Hallo. Sabera. Ja, die Sabera. Das freut mich. So, gut. Wenn wir das hier haben, müssen wir mal gucken, ob sich das vielleicht ausgeht. Ne? Müssen wir natürlich sehen. Okay. Ist leer. Erst war es voll, jetzt ist sie leer. Oh, F4. So. Gut, bringen wir das Ganze gleich mal weg. Dass wir da ein bisschen durchrechnen können. Theoretisch schon, Erik, aber das andere ist natürlich besser, ne? Gut ist, meine Lieben, wir haben ja hier, das zeige ich euch gleich, das hatte ich ja kurzzeitig gar nicht mehr auf dem Schirm. Ne? Wir haben ja hier auch noch was stehen. Mal hier unten, ne? Gerade hin, da haben wir ja auch noch was. Na, da kann man. Mensch, das lippt. Lippt, meine Lieben, das lippt. So, wir müssen dann bloß sehen, dass wir dann auch den Rest des Feldes noch runterbekommen, aber daran soll es nicht scheitern. Ne? Von daher. Schleppkönig, kennst du das noch vom Grasdreschen, dass Grassamen nie nachrutschen bei mir drauf? Ja. Ja. Bitte sag. Wenn man es mal so sagen darf.
Aber bei uns, ich muss um 4 raus auf die Rübenmaus. Alles klar, auf die Rübenmaus. Hula. Natürlich, ich mag den Verkehr. Ich mag den Verkehr. Zumal, wenn du zurücksetzt, ist ja nicht so, dass die stehen bleiben. Nein. Warum denn auch? Fahren dann einfach hinterher. Ghost, you, dann hau dich mal aufs Ohr. Entspann dich schön, schlaf gut und vielen, vielen Dank und schön, dass du da warst. Sehr gefreut. So. Kommen wir zum Global Market. Das ganze gute Zeug. Und. Ist hier ein Nest oder was? Wo kommen die ganzen Autos her? Ja, die sind hier auch gerade vor mir alle so ein bisschen sehr unterwegs. So, rutschen wir mal hier schön rein. Schön entspannt. So. Aber nach der Session muss ich dann nur erstmal fix losbekommen. Stepchen. Ja, kennst du das? Also, ich bin so ähnlich im Alter, da kommst du vielleicht irgendwann noch hin. Wenn du immer damit anfängst. Das ist nicht normal. Alter, dann, so, dann rennst du. Dann rennst du die ganze Zeit. Du kannst Bier saufen, wie du willst, aber wenn du einmal pingeln gehst, fängst du nur noch auf dem Klo. Das sag ich dir. Oh, das ist so. Oh. Du ärgerst mich. Das ist überhaupt nicht schön. Gut, gucken wir mal, was hier Gutes bei rauskommt. So, schauen wir mal. Ja. Schmeckt. Okay, gut. Ah, das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt, das schmeckt. Aber, meine Lieben. Warte mal, bist du am Global Market? Gerade weg. Guck mal, ich komme um die Ecke gerade. Was? Vom Händler. Ja, ich guck doch. Komme. Mach Eier, Junge. Da bin ich. Also, aber Meißel ist überladen, ey. Was? Unglaublich. Gut, aber, meine Lieben. Da sind wir auch schon wieder am Ende der Folge angelangt. Und wenn es euch gefallen hat, lasst da gerne das Däumchen da, ne? Denn ihr wisst, ein Däumchen ist ein Träumchen. Und schaut unten gerne in die Videobeschreibung, denn da findet ihr den Weg zum Milo. Und wir sagen erstmal Tschüss und Ciao und einen schönen Start ins Wochenende. Tschüss.